Seid ihr gegrüßt zum neuen Let's Test. Wir spielen heute Half-Life. In dem Adventskalender-Türchen. Ja. Starten wir gleich mal rein. Schauen mal, was dieses Spiel so zu bieten hat. Das erste der Reihe. Ja, das Menü ist ein bisschen verwirrend. Auf geht's. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Testlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Aufgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unangenehm sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen. Begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Sind noch nicht angekommen. Ach, diese Steuerung. Beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Das Halbfinale für das Hochsicherheitspersonal wird in einer separaten, nur mit entsprechender Berechtigungsstufe zu Anfang gegeben. Denken Sie immer daran, nicht nur Ihr eigenes Leben hängt von Ihrer Fitness ab. Haben Sie einen Freund oder Verwandten, der für das Black Mesa Team eine wertvolle Bereicherung wäre? Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder anderen hochtechnisierten Fachgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Rekrutierabteilung für Zivilpersonen in Verbindung. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden alle Bewerbungen und alle Angestellten absolut gleich behandelt. Und was sagt man, dass das eine sehr wichtige sehr Erinnerung schief an geht? Alle Mitarbeiter.
Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Ah ja. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und produktiven Tag. Guten Morgen, Gordon. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Okay. Gesichert die Anlage. Oh oh. Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabstürzen. Ich versuche immer noch meine Datei wieder zu finden. Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Test haben wir zwar auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug anhast. Okay. Anomalie Material Labs Research Development Facilities. Ah, hallo, Freeman! Schön, Sie zu sehen! Konnten Sie den Getränkeautomaten wieder reparieren? Oh, hier können wir mit Barney können wir spielen. Mit Barney, Gina. Gordon. Interessant. Der Standardkampf ist das hier. Spray Paint Image. Mhm. Damit liegen Sie völlig daneben. Ja, das Spiel ist aber alt. Das ist die falsche Luftschleuse, Gordon. Du weißt doch, dass ich dich hier nicht durchlassen darf. Okay. Die Grafik ist dementsprechend. Und der Sound ist dementsprechend. Das ist... müssen noch, wie alt das Spiel wirklich ist. 1900 Schlag mich tot. Das ist alles das noch innerhalb der theoretischen Grenzen.
Aber da habe ich. Und dafür bin ich durchaus zu haben. Und zumal für ein bisschen Retro. Ich frage mich, ob ich den Test nochmal machen soll. Schau dich diese hochauflösende Grafik an. Komm nicht durch die Tür. Ich hoffe, diese Johnson Bailey, diese lächerlichen Krawatten. Genau, was ich erwartet habe. Jetzt hat doch schon wieder jemand meine Brille versteckt. Aha, und versucht sie den Anzug zu suchen. Stimmt, zu sensibel. Willkommen beim Schutzsystem HIV Mark 4 für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Absorptionspanzerung aktiviert. 5% Sensoren für atmosphärische Verschmutzung aktiviert. Überwachung der Lebenszeichen aktiviert. Überwachung der Munitionsvorräte aktiviert. Überwachung der Munitionsvorräte. Geh ruhig durch. Scheint dir heute heiß herzugehen. Auswahlsystem für Defensivwaffen aktiviert. Hallo. Medizinsysteme aktiviert. Wir wünschen einen sicheren Tag. Glaube ich eher nicht. Ah, geht auf. Wir sind 98, lese ich hier. Inspektionsteam zur Verladung für radioaktive Materialien. Black Mesa. Security Phones. Ja. Okay. Es geht ab März. Oh Gott. Dann ist bloß hier ab März. Test Lab Access Plasma Cells in Ionization Chambers. Hallo da! Nee, mancher mag sich vielleicht über die Grafik auskotzen und um die Sounds, aber. Ja, so war das damals. Oh, schön, Sie zu sehen. Ah ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Aha, Testraum also. Was meinen Sie, sollten wir uns nicht Zeit nehmen und eine weitere Kalibrierung durchführen? Hallo. Was haben wir hier? Wir geben Moment erreicht. Oha. Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Da sollte doch was gut aus. Passieren.
fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Also dann los. Naja, ich weiß. Lassen wir hier doch endlich reingehen. Das kann ja nur schief gehen. Test! Es scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman, der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, darauf zu klettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Das muss ja schief gehen. Machen wir weiter. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein. Transmitterphase 2, Aktivierung jetzt. Wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Was denn? Hochkondensatoren bei 105%. Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber ich habe noch keine Abweichung in... nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Die Sequenz läuft weiter. Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Hier.
Au. Ich weiß noch gar nicht, wie man kämpft. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen Sie irgendjemandem, dass wir hier unten festsitzen. Sie werden mich brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird Ihnen mit Freude helfen, da bin ich mir ganz sicher. Dann komm mal mit. Wahnsinn! Man schaut. Das Absegelungssystem scheint komplett versagt zu. Na gut. Mitkommen. Ein Horror. Gott, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Was im Himmel sind das für Dinge? Den Schlusswort haben wir noch nicht. Was für ein Mann, warum musst du so weit kommen? Ach, Scheiße. Ich wollte mir eine Waffe holen. Sie sind nicht erschossen worden. Zwing mich nicht, das zu tun. So, jetzt eine Waffe. Viel zu viel Munition. Hier kriege ich neue Munition her.
genau. Oha. Tor der Weg. Ah, okay, dann können wir da reintauchen. Aber wie? Das ist bitte der Tor. Raus. Hilfe. Ah, okay. Scheiße. Das ist eine Falle. Das tun wir, was uns weiterhilft.
Bin offensichtlich nicht lang. Ach du Scheiße. Okay, so nicht. Scheiße. Stunde ist mal richtig scheiße. Scheiße. Au. Das neueste von der Reihe, das ist das Half-Life Glücks, gab es glaube ich sogar für VR. Das kann man jetzt noch ertragen. Das ist jetzt der Horror hier ist. Autsch. Nur ja, ist dadurch, dass dann man hier das Level nicht schafft. Durch diese fein auflösende Grafik hier. Das ist ja alles sehr schrecklich. Ja, so kommen wir hier nicht mehr durch. Yeah.
ein bisschen, aber. Oder irgendwas steuern müssen, weil ja noch anders hin gehen musst. Oh, auf die Tür öffnen. Ist ja manchmal scheitert es an den einfachsten Sachen. Schuss haben wir noch. Funktioniert er noch? Jo. Und davor habe ich Angst. Der wird doch hier zur schlimmsten Arena. Oder auch nicht. Gewusst hätte, dass Sie das waren, hätte ich Sie reingelassen. Alle versuchen zur Oberfläche zu kommen, aber ich glaube, das ist falsch. Sie sollten lieber hier unten bleiben. Irgendjemand kann schon vorbeikommen und uns retten. Oh. Ja, nicht gut. Hochklettern. Ach du Schande. Du meine Güte. Nicht so lecker. Nutzen, um da hochzuklettern. Oder nicht? Ja, nicht. Sehr viel gebraucht.
Countdown wieder schalten. Dimensionsgraben überträgt. Ah, es dreht sich nicht mehr. Sehr schön. Guter Schuss. Und jetzt? Das ist das Einzige, wofür wir hier gekommen sind. Geht's hier jetzt noch weiter, oder? Ah, es geht weiter. Gibt es da irgendwas zu sehen? Die Holztür ist ziemlich fest. Ziemlich solide Holztür. Mann, hast du den Schuss gesehen? Pfui, Munition. Diagnostiziert. Kann man nicht nehmen. Sehr schade. So, wie geht's denn jetzt weiter? Hier unten. Gehen. Brauche ich mal eine Kiste oder so. Die Kiste kann ich nicht mitnehmen.
jetzt auch zu uns. Wie kommt man da jetzt hoch? Ja, wie dem auch sei. Das Testbau ist lang genug. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Zum allerletzten. Und ganz kleinen Türchen. Und wenn ihr uns täuscht, dann sehen wir schon den 24. Ja, danke fürs Zuschauen. Und bis dahin. Ciao, ciao.